Einen wunderschönen guten Tag, Leute. Ich hoffe, euch geht's fantastisch. Ich mache mich jetzt los nach Minden zu meinem Dad und dort werden wir ein bisschen das Angelmaterial durchgehen, ein paar Routen aufbauen. Da werde ich euch natürlich mitnehmen und dann schauen wir mal, was noch abgeht. Ja, in dem Sinne, es regnet mies. Aber ich mache mich jetzt mal los. Ne? In dem Sinne. Drei Handys sollte man schon erwerben, weil zwei davon gestohlen werden in der großen, kleinen Stadt, aus der ich komme. Ja, in der Not, da ruft die Feuerwehr, weil die Polizei nicht kommen wird in der großen, kleinen Stadt, aus der ich komme. Ja. Bin angekommen, Leute. Und ihr hört schon. Oh, der Regen prasselt aufs Carport. Ich nehme jetzt meine Sachen und gehe mal rein und sag mal Hallo. Und dann geht's los, Leute. So, Leute. Ich bin jetzt bei meinem Papa angekommen. Und wir sind eben gerade schon, haben ein bisschen Theorie der Praxis sind wir ein bisschen durchgegangen. Haben angerufen und haben aufgebaut. Hier, hallo Papa. Hallo. Das ist mein Papa, das ist Rudi, die Angellegende. Ich sag's euch, die Angellegende. Ja. 50 Jahre bin ich schon dabei, Golden Wolf. 50 Jahre. Ich weiß noch, immer, wenn man ihn kennenlernt, erzählt er eh immer die Geschichte von meinem ersten Fisch, wie ich vom Stuhl gefallen bin. Bei dem kleinsten Rotaugen darf ich mir fast jedes Familienfest wieder anhören. Ja, auf jeden Fall. Wir gehen jetzt hoch und gehen mal in das Angellager oben, wo die Ruten stehen. Die magische Halle sozusagen. Und da bereiten wir mal ein bisschen Ruten vor. Wir nehmen euch einfach mal mit. Und den jungen Herrn werdet ihr jetzt öfter sehen, wenn der Angelschein ist. Ja, ich gehe schon mal vor. Alles klar, bis gleich. Wir sind jetzt hier angekommen. Das ist mein ehemaliges Kinderzimmer, Leute. Ja, das Bett steht hier noch, falls ich mal irgendwann wieder übernachten möchte. Der Rest wurde zum Angellager umtransformiert. Aber ist auch okay so. Ist auch okay so. Ich dachte ja, mein Papa hat ja alles vorbereitet, aber nein, jetzt hat er gerade gesagt, ich muss jetzt einfach mal gucken, dass ich hier zurechtkomme und mir mal Angelausrüstung zusammensuche, als würde ich jetzt ganz normal angeln gehen. Na, das machen wir jetzt mal. Zuerst mal musst du erstmal wissen, was will ich überhaupt fangen wollen? Was soll man denn fangen? Wollen wir erstmal eine ganz normale Tieffisch-Posenroute machen oder was? Ja. Wie war das nochmal mit der Grundausstattung? Also wenn wir die Grundausstattung nehmen, wahrscheinlich hast du das auch hier. Mit Totschläger, Messer, Maßband, Kescher, hatten wir noch was? Ah, und Hakenlöser. Und Hakenlöser. Wir haben hier mal einen ganz perversen Hakenlöser zum Beispiel. Ah, der ist doch gut. Ne? Der ist doch spitzenmäßig. Ne? Vor allem, der klemmt hier auch fest. Ja, ne? Ja, das ist gut, ja. Da kann man zusammendrücken und mit der Federkraft hält er dann die Hakenspitze fest. Ja. Nehmen wir nochmal ganz groß Hakenlöser, so ein, wie so eine Multizange. Ne? Megasangeln, genau. Und hier zum Beispiel was Längeres, wenn man zum Beispiel Hechte fängt oder so. Ja. Damit man die Hand auch wieder rauskriegt. Andere Klammer, tatsächlich, du hast wirklich alle Formen und Farben von Hakenlösern. Ja, verrückt, okay. Alter, wie viel Spannung ist da drauf? Da will ich nicht mein Maul drin haben. Alter. Ich hab soweit fast alles für Friedfisch. Jetzt muss ich noch einen 14er Haken finden. Und dann die richtige Route. Ja? Dann die richtige Route. Na, gucken wir mal, ob ich hier irgendwas finde. Durch Auswahltüten, Leute. So, wir haben hier Line Size 22, Hook Size 6, da haben wir Hakengröße, Hook Size, Leute. Hook Size 6 ist zu groß. Ne? Ab 4 ist, glaube ich, schon so Raubfisch und größerer Fisch, wie Karpfen. Wir brauchen ungefähr 14. Hier haben wir 10. Was haben wir hier? Da ist keine Größe bei. Ah, hier unten 10. Qualitätsangelhaken am Vorfach. Was haben wir hier? Auch nochmal ein 10er? Nee, warte. Hakengröße 1? Alter, riesengroße Dinger. 8er? Hier ein 12er, das ist schon mal ganz gut, oder? 12er ist schon mal gut und was Kleineres hast du nicht. Hier haben wir 10.
Ne, das sind 10 Stück drin. Hakengröße. 1. Ah, hier, 1. Wieder ein Killerhaken. Also ein Killerhaken kurz haben. Hakengröße 8. Was haben wir hier? Hakengröße 12. Ich glaube, 12 ist das Kleinste, was du hast, was ich sehe, oder? Ja, also nehmen wir also das, was für Friedfisch geeignet ist. Also nehmen wir heute, nehmen wir mal einen 12er Haken für Friedfisch. Ja, ein 12er Haken. Das ist gut. Ja? Nehmen wir. Okay. So, ich habe hier was gefunden, ne? Im Archiv sozusagen. Ich gehe mal hier ein bisschen ins Licht. Und mein Meister hat schon gesagt, das ist gut, ich muss hier nur gerade die Anzeigen finden. Hier, passt mal auf. Hier. So, hier haben wir alles stehen. Machen wir das Licht. Kann man vielleicht nicht lesen, aber hier steht drauf 4,9 Meter, was schon mal sehr gut ist für eine Friedfischangel. Und Wurfgewicht, danach gehen wir. Die Länge, ja, ist schon wichtig, müssen wir auch wissen, aber die Länge, das Wurfgewicht ist 5 bis 20 Gramm, was sehr wichtig ist. Ne? Wir gehen ja auf leichtes Friedfischangeln. Das Geschirr muss leicht sein, der Fisch ist klein. Und dann nehmen wir diese fantastische Route. Das Besondere noch an dieser Route ist ja, also ich gehe mal von oben bis unten, hier, ne? Alles recht normal. Aber hier hat mein Papa noch hier so eine Spezialrolle. Wohl ein Klassiker aus Schweden. Nostalgie-Effekt ist gleich über 9000. Und funktioniert wie so ein alter Aschenbecher. Wenn man die so drauf drückt, dann geht das hoch. Dann löst sich die Rolle sozusagen, die Bremse. Und dann geht die Schnur ab. Und wenn du wieder drauf drückst, ist Bremse wieder aktiv. Ja. Ganz angenehm. Kein Bügel. Hier lernt man doch was vom alten Meister. Ich zeige euch jetzt noch mal kurz hier meine Zusammensuchung und danach basteln wir mal einzelne Rollen zusammen. Aber da werde ich dann nicht mehr so weit dokumentieren. Rollen, Routen meine ich zusammen, werde ich dann nicht mehr so dokumentieren, sondern ich lasse ihn nur dann teilnehmen. Wir gehen immer gerade durch. Hier, 12er Haken, ne? Normale Pose, keine Laufpose, normale Pose. Dann haben wir hier dünne Schnur für bis 3,1 Kilo. Kleiner Betäuber, ne? Sieht aus wie ein Totschläger. Ne? Ist jetzt eigentlich schon für Meeresangelbereich geeignet, aber ich habe keine anderen gefunden. Hier eine Maussperre, falls wir auf unserer Made mal ein Hecht fangen. Ne? Messer zum Töten. Hier und Hakenentferner. Und natürlich der Kescher. Ne? Alter, eine Multirolle. Alter! Alter! Die holt ja auch die Haie und Thunfische. Damit gehen wir an den Rotaugenteich, ey. Ohne Witz hier, für Rotaugen. Die habe ich mal zum Haiangeln gekauft. Haiangeln? Warst du mal Haiangeln? Ja, ja. Krass, das hast du mir, glaube ich, noch nie erzählt. Heftig. Das ist eine krasse Multirolle, ey. Und die ist für Norwegen, ist die auch wunderbar geeignet, so, wenn man bei 300 Meter Wassertiefe angeln möchte. Krass, Mann. Die sieht geil aus. Komplett geflochten. Komplett geflochtene Schnur. Fokussiere, mein Freund. Fokussiere, sehr gut. Das ist schon ein hübsches Ding. Ja. Ja. Machen wir mal so, Leute. Na, jetzt ist alles dunkel, kann ich ausmachen. Ne? Bin jetzt wieder auf dem Heimweg. Mit meinem Dad ist soweit alles geregelt. Wir haben alle möglichen Arten von Routen durchgegangen, von Materialien, alte Stories wieder erzählt, viel gelacht, eine gute Zeit gehabt. War wirklich sehr schön. Freue mich auch schon wieder nach der Prüfung mit meinem Dad angeln zu gehen. So eine geile Vater-Sohn-Geschichte. Hammer. Feier ich. Es schneit wie Arsch. Ich probiere jetzt vorsichtig nach Hause zu kommen. Brauche normalerweise so 35 bis 40 Minuten. Ich war vorsichtig. Leute, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Danke fürs Zuschauen. In dem Sinne, haut rein.